Herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen mit Arezu. Ich bin Arezu und wir drehen die Zeit zurück. Und ich habe das jetzt mehrmals schon sagen müssen, weil ich jedes Mal die Zeit zurückdrehen musste, weil etwas nicht hingehauen hat. Nicht mit der Aufnahme, die war in Ordnung. Auch nicht wieder mit einem Bug. Das ist der Grund, warum ich die Zeit zurückdrehe. In der letzten Folge ist ohne mein Verschulden Venom gestorben. Nachdem sie erfolgreich gehackt hat, ist sie durch einen Bug getötet worden. Keine Zeit, sie zu regenerieren durch das Verbluten, sondern da stand, sie hat ein paar Mal geschrien, dann stand da, sie verblutet, dann stand da, sie ist tot. Alles in der gleichen Runde. Nicht meine Schuld, ich weise jede Schuld von mir. Ja, danach musste ich das Ganze hier nochmal neu laden. Und neu laden, weil zwar die Gegneranzahl hier immer gleich bleibt, aber die Belohnung ändert sich etwas. Hier, dieses behindert düsteres Ereignis, das hat sich geändert, weswegen ursprünglich hier dann nicht mehr Befall war, sondern das verdeckte Ereignis. Ich will es aber komplett replizieren. Und jetzt beim letzten Mal war hier, Lageberichte. Versteckte Zivilisten in diesem Kampfgebiet können kontaktiert werden, um wertvoll... Ne, Moment, das war es gar nicht. Moment. Hier, Schatten... Nein, das auch nicht. Okay, es war ein positives Ding dort, bei dem ich die ganzen Feindbewegungen gesehen hätte. Was ich aber nicht hatte, beim letzten Mal. Deswegen muss ich auch da nochmal neu laden. Jetzt aber können wir tatsächlich starten mit der Mission, die wir schon beim letzten Mal gemacht haben. Neun Gegner. Wir wissen natürlich jetzt so, was dieser unbekannte Feind ist. Aber das lässt sich nicht mehr verhindern. Ich habe jetzt eben dieses Wissen. Und... das nehme ich in Kauf, wenn ich dafür eben nicht unfairerweise Venom verliere. Setze Kurs auf Westafrika. Und ich werde wahrscheinlich, selbst wenn ich das Spiel jetzt, diesen Spielstand verlieren sollte, beim nächsten Mal nicht Ironman-Modus reinmachen, wenn ich, weil ich jetzt weiß, dass sowas hier durchaus passieren kann. Ach Gott, jetzt müssen wir Zeug reinlegen. Moment, Venom bekommt natürlich den Schädelstecker wieder. So, bitte sehr. Und keine Splittergranate, sondern ein Medikit. Ich kenne mich ja einigermaßen, ich weiß, was die Leute bekommen, ne? So, Medikit, wunderbar. Du bekommst die Drachengeschosse. Moment, du bist... ja, du bist der, Dings da. Der Ranger. Okay. Ich habe zwei Ranger bei. Okay. Anders nicht. Moment. Ja, ein Grenadier haben wir hier. So, die. Oder? Normalerweise die Leute ganz oben. Aus irgendeinem Grund hat er jetzt hier einen anderen Ranger noch mit reingebracht. Okay, ich gucke mir jetzt nicht nochmal an, was es da war. Ich handle jetzt nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich will nicht noch einmal die Aufnahme neu starten, nur um das hier jetzt reinzukriegen. Gut, wir haben keine Waffenverbesserung. Dann, denke ich, sind wir soweit. Wir haben Violet bei. Reja ist ja gestorben, aber fairerweise gestorben. Nicht wie Venom beim letzten Mal. Hallo Venom. Keine Sorge, dir wird's gut gehen. Hoffe ich. Okay. Die hatte ich doch eben was anderes gegeben. Achso. Moment. Ausrüstungsgegenstände freigeben. Hier, das hier ist der Ranger, der bekommt die Drachengeschosse, ne? So. Jetzt müsste es wieder einigermaßen hinhauen, denke ich. Sie mit den Suchgeschossen haut auch hin, weil sie ja zerschreddern hat. Mussten wir noch Gegenstände herstellen? Die Waffen sind eigentlich da. Ja, okay. Alles, ich denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Natürlich ist es nicht 100% repliziert, aber... ich habe mir Mühe gegeben, dass es eben nicht so wirkt, als würde ich mir jetzt gerade einfach nur Vorteile erschummeln wollen. Grünes Licht für Teameinsatz. So. Denn normalerweise bin ich gegen das Zurückspulen. Ist jetzt eben ein Ausnahmefall. Eine vertrauenswürdige Quelle beim Widerstand hat bestätigt, dass ein hochrangiger Militäroffizier von Advent im Zuge einer Routinepatrouille dieses Gebiet durchqueren wird.
Wir haben hier die Gelegenheit, Advents Kommandostrukturen zu stören und ihre aktuellen Operationen zu verzögern. Alles, was wir dazu tun müssen, ist, den Offizier auszuschalten. Okay, interessant. Die Gegner werden nicht, also die werden irgendwann vorher ausgewürfelt, bevor die Guerilla-Einsätze überhaupt angezeigt werden. Die Karte kommt allerdings zufällig dazu und die Modifikatoren kommen zufällig dazu. Also was genau die Belohnung ist und was es noch so gibt, wie zum Beispiel die Verlorenen. Oder eben, dass man noch Verbündete finden kann. Also das hier ist jetzt eine... Moment, ist das eine andere Karte? Ja, das ist eine andere Karte. General und seine Eskorte kennen seine genaue Position jedoch nicht. Durchsuchen Sie das Gebiet und eliminieren Sie das Ziel und alle weiteren Feinde, die Ihnen im Weg stehen. Okay, das hier ist auch eine andere Mission. Darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Bei den letzten Malen, als ich geguckt habe, da hatte ich noch darauf geachtet und da war es immer das Gleiche, immer dieses Gerät übernehmen. Okay. Ja, ich könnte jetzt eben nochmal neu starten, aber ganz ehrlich, ich will ja auch nicht mehr. Okay. Der Advent-General zählt ja schon in die neun Leute mit rein, die uns angezeigt wurden? Oder habe ich eventuell die falsche Mission einfach angeklickt? Das will ich nicht ausschließen, also... So. Venom, du gehst auch mal hier mit lang. So, haben wir zwei Dreiergruppen. Violet hierhin. Genau, Enchilada. So, alle in Feuerschutz. So, Tür öffnen. Mal sehen, was wir da so sehen. Nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Und daran ändert sich auch nichts. Okay, du gehst bitte hier mit hin. Du gehst... Zu nah ran will ich auch nicht, für den Fall, dass mich hier direkt was sehen würde. Es ist unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Hier, das ist ein guter Ort. Also, halbwegs guter Ort. Aber halbwegs gut reicht ja auch für den Einstieg hier. Okay, Venom geht hier hin. Müff. So. Die kommen aus dem gleichen Ort, ne? Ich kann hier nicht so doll reinzoomen, dass ich das jetzt erkennen würde, welche Flaggen die tragen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die überhaupt Flaggen tragen. Im ersten Teil war das noch so, aber hier jetzt glaube ich eigentlich nicht mehr. So, alle, die in Feuerschutz gehen dürfen, bitte in Feuerschutz. Okay. Gegner. Dort. Irgendwo. Gut, du gehst mal bitte hier hin. Okay, zwei Gruppen gleichzeitig. Ah, das ist der... Zielidentität bestätigt. General. Das ist der General. Erledigen Sie ihn, bevor er fliehen kann. Wir haben nur diese eine Chance. Countdown läuft nicht. Estoy en marcha. Mal sehen. Die Nulllanze. Ah, ich sehe nicht, ob ich den anderen damit treffen würde. Was doof ist, weil ich den anderen gerne damit treffen würde. Nee, dann warten wir noch eine Runde, denke ich. Bevor wir zuschlagen. Ja, da müssten wir Krach machen. Krach machen will ich aber gerade gar nicht. Zielvorschau nicht, sondern zack. Bis hierhin könnten wir laufen. Ne, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist.
Gut, du gehst hier hin. Venom will ich nicht ganz vorne haben. Violet auch nicht unbedingt ganz vorne hier. Lynch kann vorne sein, der ist Ranger. So, Venom geht hier hin. Und du gehst hier die zwei Schritte nach vorne. Okay, alle in Feuerschutz. Okay, die kommen weiter rein, das ist ganz gut. Okay, er geht sehr weit. Aber schlimm ist es immer noch nicht. Ja. Wenn ich hier hingehen würde. Nee, der Winkel wäre doof. Generell ist der Winkel hier doof. Okay, wir machen keinen Hinterhalt, sondern wir lassen unsere Leute alle so agieren. Wir erledigen zuerst die Viper. Hallo. So, das war die 1. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es wirklich die 9 sind. Okay, der rennt da hinten hinweg. Was machen die? Die schimpfen. Ah, die trennen sich. Das ist nicht so gut. Okay, aber ich habe eine Idee, was wir Witziges machen können. Wir gehen hier hin und hoffen, dass wir da... Ja, sehr gut. Sprengzünder. Und bumm. Und er hat 3 Schaden durch die Explosion bekommen und nochmal 2 Schaden. So, hat ihn noch nicht getötet, aber hat ihn auf jeden Fall in eine leicht abschießbare Position gebracht. Mal sehen, sie braucht nicht unbedingt den Abschuss, Bones schon eher. Und sehr gut. Happy now? Ja. Okay. Der andere hat natürlich noch eine Granate. Was mir nicht so gefällt, aber wirklich absolut schlimm ist es jetzt auch nicht. Okay, Adriana Boos, du kannst hier hingehen. Wenn er die Granate werfen will, dann muss er hier nach vorne kommen. Und da können wir jetzt alle in Feuerschutz begeben. Da ist... Wir registrieren einen Advent-Transporter. Die Aliens versuchen, den General aus dem Einsatzgebiet zu extrahieren. Er darf nicht an Bord dieses Schiffes gehen. Rennt er jetzt weg? Hey, das ist aber nicht fair. Durch die Wand. Okay, aber eventuell wird er direkt erschossen. Ja, okay. Erledigt. Hat mich ein bisschen Munition gekostet, aber das war's. Hui, was ein Trip. Und mach mal wenigstens die Wand weg. Oh, achso, Streifschuss. Okay, trotzdem. Okay, wir müssen ein Stückchen hinterher sprinten. Das ist nicht gut. Okay, Lynch, du guckst erst einmal, was du hier so siehst. Da hinten ist er. Okay, geh mal hier hin. Hm.
Nee, okay, wir müssen tatsächlich hinterher sprinten hier. Oh Gott. Im Vergleich zu anderen Spezies ist dieses Exemplar geradezu anmutig und hat sehr starke psionische Messwerte. Ich hatte gehofft, dass das ein klein bisschen später kommt. On my way. Erst einmal, wir müssen uns trotzdem natürlich um den General kümmern. Okay, wir können damit zwei treffen. Der eine klont sich natürlich dadurch, was nicht so schön ist, aber... Da hinten, das bringt mir nichts. Ja, wir gehen das Stück nach vorne. Und haben jemanden flankiert damit. Die eine Hälfte des Kodex. Ja, da machen wir die auch weg. Sehr schön. Fähigkeitspunkt durch Flankenangriff. Das ist doch schön. So, du gehst mal hier hin. Und... Oh, sehr schön. So, 3 von 9. Ein gutes Dritte haben wir. Ich bin sicher, das stimmt. Okay, mal sehen. Seelenfeuer könnten wir da benutzen und dort. Ja, dann benutzen wir das hier bei dem. Und los. Wir stehen hier leider viel zu zentral. Wir werden gleich ziemlichen Schaden bekommen. Okay, der hat mehr Leute aufgedeckt. Das ist nicht gut. Oder sind die gerade einfach zufällig reingewandert? Ist auch möglich. Hallo. Und da kommt's. Au. 4 Leute erwischt. Ach, das hat so eine unglaublich hohe Reichweite. Und jetzt kann der auch noch flankieren. Oder was macht der? Ah, der kann flankieren. Okay. Ah. Waffen deaktiviert. Nicht so schön. Okay. Das würde mir nicht so viel bringen. Also eventuell, aber eventuell auch nicht. Wir müssen hier auf jeden Fall weg. Okay, du gehst mal hier hin. Ich weiß, dass der Feuerschutzschuss damit kommt, aber... Ah, ich musste da jetzt einfach hoffen. So, ja. Violet kann zumindest immer noch angreifen. Hier, die beiden müssten wir in eine gerade Linie bekommen können. So. Und los geht's. Mir fällt gerade auf, das hätte ich nicht direkt machen sollen. Ja. Denn dadurch schließt er sich jetzt. Ich hätte warten sollen, bis der... Ja, ich hätte den ersten Schuss machen sollen und dann... Okay. Du gehst mal hier hin. Na, mit dem Crit würden wir den erledigen.
Aber ich denke, hiermit ist es sicherer. Hoffe ich. Oder auch nicht. Ich hätte gedacht, dass das wesentlich mehr Schaden macht. Jetzt haben wir da noch ein Problem. Weil wir nicht genug Probleme hatten. Mal sehen, warum sind wir da flankiert? Wegen denen da hinten. Ungünstig. Kriegen wir die beide rein? Ja, tatsächlich. Das Problem ist, dass wir hier die Deckung wegmachen. Oder auch nicht. Sehr gut. Die Deckung hält. Okay. Dann musst du da auf jeden Fall weg. Eine Gremlin-Heilung wäre nicht schlecht. Für Violet, bitte. Ja, Bones, du gehst hier hin. Das müsste außerhalb der Reichweite sein, denke ich. Okay, das zerschreddert und dann... Oder wir schießen komplett daneben. Das ist nicht gut. Nee, das würden wir hier nicht schaffen. Gremlin-Heilung für dich selbst. Unterstützer sind mir hier gerade ein bisschen wichtiger, deswegen... Ein Schaden mehr hätte ja wohl hätten sie ja wohl machen können. Und... Autsch. Oh, verblutet nur. Das ist gut. Den können wir eventuell retten. Au. Oh, daneben. Sehr schön. Der andere Kodex kann natürlich noch... Oh Gott, ganz viele Leute auf einem Haufen. Okay, aber niemandem passiert was. Erst einmal kann der direkt wieder Tor machen. Bitte sag, dass er nicht direkt wieder Tor machen kann. Autsch. Okay, sie lebt noch. Oh, und wieder daneben. Haha. Und wie viel Schaden machst du? Okay, noch jemand, der verbluten möchte. Okay, kein Problem. Alles wird gut. Wir müssen erst mal ein kleines Stück hier zurück. Verdammt. Okay, erst einmal kümmerst du dich bitte um den hier. Zack. Das sollte die 4 gewesen sein. Nee, direkt an den Purifikator ranstellen möchte ich mich eigentlich nicht. Moment mal. Der hat sich geheilt? Wie? Warum? Wieso? Okay. Okay, nachladen. Yay, 6 Schaden immerhin. Ja, was kann Violet da jetzt so groß machen? Erst einmal muss sie auf jeden Fall dort weg. Ja, und heile dich mal bitte selbst ein bisschen. Mhm.
Okay. Wir laden nach. Und schießen auf die Sphäre. Du bist nicht die Sphäre. Okay, nee, doch, wir machen den Zombie hier weg. Ja. Und was macht der Böses? Daneben, obwohl wir hier keine Deckung haben, weil ich mich ganz doof platziert habe. Und Ziehbombe gegen... Ah, die da hinten. Oh, verdammt. Und da sind auch noch Leute drin, die verbluten. Ich glaube, das kann die direkt töten. Au, eine Brandbombe. Nicht nett. Und jetzt kommt wahrscheinlich Thor. Autsch, überall Autsch. Ja. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, der heilt sich ganz viel. Warum kann er sich so viel heilen? Okay, mit einem Crit könnten wir den hier erledigen. Mit einem besseren Crit könnten wir den da erledigen. Na toll, was machen wir jetzt? Achso, er macht Schaden bei anderen Leuten und heilt sich dafür. Okay. Also er saugt seine eigenen Leute aus. Ja, und wieder nachladen hier. Okay, es hat nicht unsere Verblutenden getötet. Das ist schon mal schön. Das ist nicht so schön. Schon wieder er. Und da hinten erwischen wir den nicht. Violet hätte es vielleicht gekonnt, aber... Autsch. Und was macht er? Tor. Wurde auch Zeit, ne? Au. Verbluten Intensifies. Okay, Gremlin Stabilisierung. Ja, Revitalisierung wäre natürlich auch ganz gut. Okay, funktioniert nur... Moment, das könnte sehr gut helfen. Wenn er wieder aufsteht... Erst einmal bin ich nicht sicher, wie das hier sich dann auf den Schattengebundenen auswirkt. So... Offenbar gar nicht. Schade. So, und Stabilisierung für Adriana Boos.
Zum Glück konnte die Schlange nicht wieder aufstehen einfach. Okay, ich sehe gerade, wir sind bei 30 Minuten ungefähr. Also beenden wir hier die Folge und ich versuche das Ganze hier in der nächsten Folge zu retten. Also, bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.